Hallo, lieber Steinbock. So, mal gucken, was unser Kaffeesatz jetzt mal sagt. Also, in dieser zweiten Woche sind kritische Gespräche, ja, über Sinn oder Ansichten, ja, liegen nahezu gerade in der Luft bei dir. Du neigst wirklich dazu, jedes Argument aufzunehmen, deine Meinung auch klar zu vertreten, aber machst auch halt auch keinen Halt vor Übertreibungen, ne? Das kann halt bewirken, dass du angefeindet bist, lieber Steinbock. Also du wirst dann dadurch angefeindet, ne? Ich würde mich an deiner Stelle ein bisschen kompromissbereiter zeigen. Also Meinungsunterschiede, ne, wird es jederzeit geben, aber jetzt so heftig, wie es momentan aussieht, ne, ich weiß, fällt einem schwer, ne, Kompromisse immer einzugehen zu müssen. Man denkt immer, warum immer ich, ne? Ich bin ja selbst Steinbock, deswegen kann ich ja auch davon reden, ne? Ja, aber ich sehe es jetzt auch für mich, ne, lieber Faust in der Tasche und Kompromissbereitschaft zeigen. So. Ja, was steht denn hier in dem Kaffeesatz? Also über was du auch jetzt stolpern wirst, ja, es wird dich auffordern, halt mehr nachzudenken, um halt auch dich für eine bessere Kommunikation zu bemühen, ja. Ich würde an deiner Stelle wenig schwatzen, ja, nicht so viel erzählen, ja, weil Neugier, das bei anderen erweckt, so kann halt wie ein Bumerang zurückkommen. Es kann sein, dass du diese Woche so ein bisschen nicht genau weißt, was du willst, ne? Es kann sein, dass was auf dem Tag steht, also Plan für den Tag ist, in dieser Woche, könnte ja nicht in den Kram passen. Hör lieber auf dein Gefühl, ja. Mach das, was dir wirklich gut tut. Und findest auch einen Weg, ja, um die Aufgaben zu meistern. Das hilft halt dazu, ja, dich besser zu fühlen und die Pflichten mit Gelassenheit zu erledigen, ja. Um halt deine Unausgeglichenheit ein bisschen zu bekämpfen. Das war's dann für die zweite Februarwoche, lieber Steinbock.